Ja, jetzt kommt noch mal so ein kleiner Zeitsprung. Ich mache jetzt an der Säge hier weiter und ich habe mir da mal Gedanken gemacht gehabt schon. Ich wollte da schon immer eine Oberfräse eigentlich auch mal, da nie mit zu tun gehabt vorher. Und ja, ich habe das, wie gesagt, jetzt haben wir November, 2. November heute. Ich habe das im Sommer, ich glaube im August, September irgendwann habe ich das Ganze gefilmt. Und das sind eigentlich die Schnipsel, die ich jetzt hier zusammentrage und ja. Schaut es euch an, auch wie ich die Oberfräse integriere. Ja, bin mal gespannt, was ich damit noch mache am Ende. Hier, wie gesagt, ich habe da schon länger drüber nachgedacht. Und hier bei dem Projekt habe ich jetzt hier das erste Mal eine T-Nut hier oder eine T-Nut-Schiene hier einbringen wollen. Und ich habe dann einen Bekannten gefragt, ob er mir da behilflich sein kann. Und ja, war er auch. Aber tatsächlich. Ja, es kann passieren. Es hat nicht geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, hättest du dir vielleicht wegen mir Zeit genommen und hättest es genauer gemessen. Also, wie auch immer, jetzt schauen wir mal, ob wir das selber hinbringen. Und jetzt habe ich mir tatsächlich halt noch so eine Oberfräse gekauft. Packen wir die mal aus und schauen, was da drin ist. Obwohl online gekauft, ist der Händler tatsächlich hier aus meinem Ort. Und ich habe gedacht, wie machen die das? Schicken die das jetzt hier um die Welt? Und es kommt doch bei mir 300 Meter weiter an, weil ich da niemanden angetroffen hatte. Und haben die heute Morgen angerufen, ob das nicht einfacher wäre, wenn ich das geschwind abhole. Und natürlich ist es einfacher und so habe ich es auch gemacht. Und jetzt schauen wir es uns mal an. Also ich habe noch nie mit einer Oberfräse was gemacht. Und ich denke, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Weil so schwer wird es ja am Ende nicht sein. Versiegelt ist Güte natürlich. Brauchen wir eine Brille dazu. Bleibt keiner verschont. So, erstmal ein Kabel dran. Dann ist hier eine Abseilvorrichtung dabei. Der Gedanke schwingt hier bei mir noch mit, dass ich dann tatsächlich das Gerät hier in den Tisch hier einbaue und das dann auch vielleicht häufiger benutze für irgendwelche andere Dinge. Wie gesagt, jetzt habe ich mich mal mit befasst und da kann man doch das eine oder andere mitmachen, so wie ich das sehe. Ich habe mir auch zeitgleich jetzt noch eine Einlegeplatte aus Aluminium bestellt. Ich denke, dass die morgen kommen wird und dann werde ich das in den Tisch integrieren. Hätte ich das gewusst, dass ich das tue, hätte ich wahrscheinlich den Tisch gleich um einen halben Meter länger gemacht oder um 40 cm, weil dann kann ich den Anschlag, der da vorne noch hinkommt, dann beidseitig nutzen. Aber jetzt geht es erstmal um die Fräse. Ich packe das mal aus. So, jetzt weiß ich nicht, ob das dann eigentlich schon als Unboxing-Video durchgeht. Okay, hier sind die Bedienelemente. Die Drehzahlen. Hier unten ist eine Kunststoffplatte drauf, vermutlich, dass sich's besser schieben lässt. Da ist die Spannhülse. Ich lese nicht gerne Anleitungen, ich mache da immer einfach mal drauf zu und finde das irgendwie raus, wie das alles zusammengehört. Ja. Da ist noch ein Imbusschlüssel dabei. Wofür mag das sein? Ah, und hier ist nochmal, damit kann man die Welle blockieren und die Spannzange lösen. Ups. Ach, die ist schon gelöst. So, jetzt habe ich mir da mal eine Opferplatte festgeschraubt.
Ja, an der Stelle muss ich improvisieren. Mir fehlt jetzt an der Stelle die Datei, an der man sieht, bei der man sieht, in der man sieht, wie auch immer, wie ich die Aluplatte aus dem Holzbrett hier rausfräse. Ja, so what. Nochmal schneide ich es natürlich nicht raus und schade, wäre natürlich schön, wenn man es gesehen hätte, aber man sieht, dass die drin ist natürlich, also ich habe es wirklich gemacht. Sonst wäre sie nicht drin. Und es geht weiter an der Stelle. Ja, muss zwischendrin noch was erzählen, und zwar sind es diese Konsolen oder Auflagen, wo dann später die Querschiene drauflegen wird. Vielleicht zeige ich manches dann auch zu ausführlich, aber wenn ich da die Videos schneide, macht es fast Spaß, mir selber zuzuschauen.
Okay. Ja, was ich jetzt hier an der Drehmaschine mache, ich drehe hier eine Buchse mit einem Gewinde drin, dass ich später die Oberfräse mit einem Elektroantrieb dann über eine Gewindestange rauf und runter fahren kann. Das kommt dann vermutlich im nächsten Clip, das wird hier gar nicht mehr mit reinpassen. Ja, und außerdem habe ich so die Möglichkeit, mit meinem Lieblingsspielzeug zu spielen. Uah, unser Meister hat in der Ausbildung immer gesagt, da glänzt sich jetzt Öl. Ja, wer die Videos ein bisschen verfolgt hat, der weiß ja, die Maschine habe ich erst umgebaut, gebraucht, gekauft gehabt und dann auf zwei Motoren umgebaut. Ich habe wirklich eigentlich keine Ahnung vom Drehen. Ich weiß noch nicht immer, ob das immer richtig ist, was ich da mache. Vielleicht sogar gefährlich am Ende, aber irgendwie funktioniert es und mit einer Schnellwechsler kann man wirklich die Werkzeuge ganz schnell hin und her wechseln und das ist wirklich eine geniale Sache. Ich habe da mittlerweile 4 Stück davon und es ist echt gut. Bohrfutter habe ich mittlerweile getauscht auf eins ohne Bohrschlüssel. Das heißt, einfach ein Schnellspannbohrfutter reingemacht und das ist tatsächlich auch eine ganz gute Lösung. Da muss man hier nicht immer kurbeln mit dem Schlüssel und ja, ist einfach genialer. Wahrscheinlich geht es irgendwie anders, aber ich setze den Bohrer hier an und drehe dann das Futter mit der Hand drauf und dann habe ich da ein gutes Gefühl dafür und merke dann, ob ich da irgendwie was abbreche oder irgendwas verkrannt und das ist für mich die beste Lösung so. An der Stelle zeichne ich jetzt das Loch an und später habe ich dann einen kleinen so einen Schiebemechanismus, wo ich von außen damit dann das Futter von der Oberfräse klemmen kann. Und das finde ich, habe ich gar nicht schlecht gelöst. Gefällt mir selber gut. So, der Plan ist jetzt hier im Prinzip auf der Höhe einen kleinen Zapfen oder einen kleinen einen Schiebemechanismus zu bauen, den ich dann hier von außen an der Außenkante drücken kann, um die Welle da zu blockieren. Okay, muss man mal sehen. Also ich glaube, das ist der beste Weg, da jetzt was aufzubringen. Ja, jetzt ist es natürlich doch schon wieder mehr geworden, wie ich gedacht habe. Jetzt bin ich schon wieder kurz vorm vierten Teil, also ich mache hier mit 4 Teilen weiter, mit 3 komme ich da einfach nicht klar. Das sind jetzt schon wieder die ersten knapp 20 Minuten voll und ich denke, das werden nochmal so 10, 15, 20 Minuten, bis das ganze Thema dann abgehandelt ist und eigentlich bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Naja, ja,
Ja, ich würde mich freuen, wenn es mehr Leute abonnieren würden, auch den Channel, weil es gibt dann einfach mehr Möglichkeiten. Man sieht auch dann, dass das Interesse da ist. So denkt man, ob es überhaupt die Leute so interessiert. Ja, ich werde vielleicht auch von manchen Dingen nochmal so eine Art Kurzclip machen irgendwie, dass man zum Beispiel aus 3-4 Teilen einfach nur so 3-4 Minuten zusammen schnippelt, um das im Endeffekt vielleicht so in der Übersicht zu gestalten. Und dann kann man sich da raussuchen, was man gern sehen möchte und kann da gezielt dann nochmal nachgucken. Ne? Ja. Schreibt euch in die Kommentare rein, was ihr so meint dazu, ob es zu lang, zu kurz ist, zu ausführlich, zu hektisch, zu viel Gerede, zu wenig Gerede. Mich interessiert es und ich würde versuchen, das anzupassen, wenn ich es kann. Freut mich, wenn ihr reinschaut.